Du sprachst gerade die 2% an. Da geht es ja darum, dass die NATO als Ziel ausgegeben hat, dass jedes Land sich 2% vom BIP an den Militärausgaben beteiligen soll. Ja. Es ist natürlich ein Wort. Wenn ich das jetzt mal anschaue, wir sind jetzt, glaube ich, bei knapp 43 Milliarden Euro in Deutschland für im Militäretat. Und das würde bedeuten, in der jetzigen Situation, wenn ich das BIP von 2017 nehme, 73, 74 Milliarden Euro, ist das vermittelbar den Bürgern, dass wir plötzlich so viel für das Militär ausgeben? Die Frage, die sich stellt, ist, was ist uns unsere Sicherheit wert? Was ist uns unsere äußere Sicherheit wert? Was ist uns die Verlässlichkeit gegenüber anderen Partnern wert? Wir werden diese 2% nicht auf einmal ausgeben können. Das geht gar nicht, weil wir gar nicht die Kapazitäten haben. Was wir aber feststellen, ist, dass die Bundeswehr deutlich unterfinanziert ist. Es kommt auch dazu, dass die Bundeswehr möglicherweise das Geld nicht so effizient ausgibt, wie es ausgeben soll. Wenn ich höre, dass man 155 Millionen für Beraterverträge ausgibt, dann stelle ich mir schon als Steuerzahler die Frage, warum muss das sein? Wir haben einen riesengroßen Apparat, wir haben ein Ministerium, wir haben Behörden. Warum können die das nicht leisten? Warum bleiben trotzdem die Hubschrauber am Boden? Warum fahren Genau, trotzdem das ist die genau die U-Boote nicht Frage. raus? Und da wissen wir ja auch, warum das der Fall ist, weil wir eben nicht genügend Geld haben, um beispielsweise die Ersatzteilversorgung so sicherzustellen, dass wir auch kurze, ich sag mal, Ausfallzeiten haben und die Geräte wieder in Einsatz gebracht werden. Weil jeder Betriebswirtschaftler weiß, Lagerhaltung kostet Geld. Ja, und dieses Geld benötigen wir. Richtig. Gut, gleichwohl 2% ist etwas so, wir sollten es anstreben, hast du jetzt gesagt. Aber wir sind Ja. doch einer Meinung, dass Geld allein nicht ausreicht. Die Kampfkraft einer Truppe ist auch ganz wesentlich von der Motivation abhängig, Natürlich, von der inneren Führung natürlich. abhängig. Ja. Und wir dürfen es, glaube ich, nicht nur an irgendwelchen Milliardenbeträgen festmachen. Wir müssen auch wieder den Geist der Truppe tatsächlich wieder fordern und eine Kampfkraft, eine Ein Motivationssage. ganz, ganz wichtiges Argument.